Muster Nummer 4 von unserem Adventsmustermixtuch. Hallo, ihr Lieben, ich bin's mal wieder, eure Bianca vom Wohlaus Team. Ja, heute kommt schon das vierte Muster und das Muster, ihr könnt das schön sehen, ist so rautenförmig. Gefällt mir unheimlich gut und das ist auch wirklich sehr, sehr leicht zu stricken. Ihr seht bestimmt, diese Farbe hat Bianca am Anfang gar nicht vorgestellt. Das stimmt, ich habe mich dazu entschlossen, oder entschieden, noch zwei Farben zusätzlich mit in mein Tuch mit einzubringen. Und zwar ist das einmal dieses Grau, das ist Fossil. Und einmal das Blau, das heißt Ravin. Ich hoffe, ich habe das Ravin, ich habe das richtig ausgesprochen. Und das ist einmal das Blau. So, dieses Muster besteht aus 6 Reihen. Ihr strickt ganz am Anfang eine Reihe rechts und eine Reihe links. Das ist aber nur ganz am Anfang. Und dann starten wir. Ups, einmal ein bisschen. Jetzt bin ich richtig. Natürlich am Anfang hier mit unserem I-Cord-Rand. Die 3 Maschen rechts. So, und jetzt kommt der Faden nach vorne und wir heben 3 Maschen wie zum Linksstricken ab. Also als ob wir links stricken, nur ohne Faden, nur einfach rüberheben auf die andere Nadel. 3 Maschen und eine Masche rechts. Wieder Faden nach vorne, 3 Maschen abheben. Und eine Masche rechts. 3 abheben. Und eine Masche rechts. Und das machen wir bis zum Ende der Reihe. Und hier auch wieder, weil wir auf der rechten Seite sind, die Zunahme am Ende der Reihe nicht vergessen. Den Faden auch nicht zu doll anziehen, weil sonst geht das hier so zusammen und wir wollen, dass das soll ja schön beweglich bleiben, also nicht ganz so fest ziehen den Faden. Also 3 Maschen abheben, eine Masche rechts bis zum Ende der Reihe. So, ich bin jetzt hier auch mit einer Masche rechts geendet, habe hier meine 3 Maschen, nehme hier eine Masche zu und für den I-Cord die 3 Maschen abheben und einmal drehen. So, die Reihe ist ganz leicht und zwar stricken wir nur linke Maschen. Natürlich als erstes den I-Cord-Rand mit rechten Maschen 1, 2 und 3. Und, ups, das sollte nicht passieren. Und jetzt linke Maschen bis wieder zum Ende der Runde. Reihe. Wir stricken in Reihen. Linke Maschen. Einmal bis zum Ende. So, diese beiden Runden, ach schon wieder Runden, diese beiden Reihen, die wiederholen wir jetzt noch einmal. Also die stricken wir ganz genau so. Ich zeige euch das noch einmal, also die ersten 3 Maschen wieder, I-Cord. So, und jetzt abheben, 3 Maschen abheben, wie zum Linksstricken mit dem Faden nach vorne und eine Masche rechts. 3 abheben, eine Masche rechts. Und das auch wieder bis zum Ende, eine Zunahme. Und die Rückreihe auch wieder links. Ich denke, das muss ich euch nicht noch einmal zeigen, weil das ja ganz genau so gestrickt wird wie die ersten beiden Reihen.
Also das jetzt hier bis zum Ende. Achtet auch darauf, das ist, sage ich nochmal, das ist ganz wichtig, da wo die rechten Maschen sind, dass da auch die rechten Maschen sind und wo ihr abhebt. Das muss genau identisch sein. Das ist mir nämlich hier irgendwo bei einem Muster passiert. Da musste ich alles nochmal zurückstricken, weil ich anstatt bei einer Masche hatte ich anstatt drei Maschen abgehoben, habe ich vier Maschen, hatte ich mich verzählt. Und da musste ich alles wieder zurückstricken, weil sonst kriegen wir diesen Effekt nicht hin. Also achtet da ganz doll drauf, dass das genau parallel übereinander ist. So, diese beiden Reihen stricken wir jetzt einmal für uns. Rückreihe wieder links und dann sehen wir uns hier vorne wieder. So, wir sind jetzt hier in der fünften Reihe und zwar, also wir starten natürlich wieder mit unserem I-Cord. So, und jetzt haben wir ja hier unsere Spannfäden. Also es wird jetzt eine Masche rechts gestrickt. So, jetzt gehen wir mit der Nadel unter diese beiden Fäden, die wir hier so quer rüberlaufen. Darunter stricken die nächste Masche rechts und diese beiden Fäden, die werden hier einfach über die Nadel rübergeschmissen. Und drei Maschen rechts und jetzt wieder unter die beiden Fäden, jetzt die nächste Masche rechts und diese beiden Fäden nur hier über die, ich denke, so kann man das sehen, einfach hier so rüberschmeißen. Und mit der Nadel raus. Und wieder dazwischen immer drei Maschen rechts. Und wieder hier unter die Fäden. Die nächste Masche rechts stricken. Diese beiden Fäden. Ups. Über die Nadel einfach hier rüberlegen und dazwischen wieder drei Maschen rechts. Und das macht ihr jetzt auch bis zum Ende der Reihe. Immer drei Maschen rechts dazwischen, unter die beiden Fäden, eine Masche rechts, die beiden Spannfäden rüber. Und das bis zum Ende der Reihe. Und die Rückreihe ist wieder eine Reihe links. Das ist schon das ganze Muster. Wenn ihr bei hier vorne wieder angekommen seid, müssen wir das Muster einmal versetzen. Nach dem I-Cord-Rand hatten wir ja vorhin angefangen mit drei Maschen abheben und eine Masche rechts. Jetzt startet ihr mit zwei Maschen rechts und dann werden erst die drei Maschen abgehoben mit dem Faden nach vorne und eine Masche rechts. Drei Maschen abheben, eine Masche rechts. Also ihr startet jetzt nach dem I-Cord mit zwei Maschen rechts stricken und dann wird das, das Hebemuster einmal, ne, mit den drei Maschen abheben und dann strickt ihr die sechs Reihen noch einmal und dann fangt ihr wieder danach an mit den drei Maschen heben. Also das wird immer so im Wechsel einmal gestrickt und daraus ergibt sich dann dieses tolle Rautenmuster. So, das war schon heute unser viertes. Ich würde sagen, ich mache vielleicht auch noch mal einmal so ein Nicht nochmal das Doppelte, sondern einmal so ein bisschen noch oben drauf. Vielleicht, dass ich noch zwei Mustersätze werde ich noch arbeiten. Und dann kommt das nächste Muster. Lasst euch überraschen. Ich habe schon ganz tolle Muster für euch rausgesucht. Ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss
Eure Bianca vom Wohlhaus-Team.